Antigenpräsentierende Zellen sind in erster Linie dendritische Zellen, Makrophagen und Monozyten. In eingeschränktem Umfang sind auch B-Zellen in der Lage, Antigene zu präsentieren. Virale Peptide können mit Hilfe von MHC-Klasse 1 Molekülen präsentiert werden. Vorwiegend nicht virale Peptide werden mit Hilfe von MHC-Klasse 2 präsentiert. Daneben können antigenpräsentierende Zellen verschiedene Zytokine bilden und sind somit auch an Entzündungsreaktionen beteiligt. Monozyten und Makrophagen sind in der Lage zu Phagozytose und Killing. Diese Vorgänge werden bei den Granulozyten besprochen. Auf weitere Funktionen wird hier nicht eingegangen. Hier nun ein paar orientierende Vorstellungen über den Antigenpräsentationsprozess durch MHC2. Wir sehen eine Zelle mit Ribosomen, endoplasmatischem Retikulum, Golgi-Apparat, Endosom und Lysosom. Der Präsentationsprozess beginnt mit der Bildung von partiell gefalteter Beta- und Alpha-Kette. Diese assoziieren dann miteinander. Als nächstes wird die invariante Kette synthetisiert. Und alle drei zusammen bilden einen Komplex, der über den Golgi-Apparat ins Endosom gelangt, wo die invariante Kette zum Clip abgebaut wird und dann ans Lysosom weitergereicht wird. Parallel zu diesem Vorgang werden Proteine im Lysosom zu Peptiden abgebaut. Und diese Peptide gelangen dann in den Bereich des MHC2-Moleküls. Peptide werden dann gegen den Clip ausgetauscht und in dieser Form Peptid plus MHC2-Molekül gelangen diese Peptide auf die Oberfläche der Zelle. Der Clip wird übernommen von HLA-DM und auch so auf die Oberfläche transferiert, hat aber dort jetzt keine nennenswerte Funktion. Auf der Oberfläche der Zelle müssen wir uns das so vorstellen, dass die beiden MHC2-Untereinheiten eine Art Grube bilden, in die das Peptid eingelagert ist und so von T-Zellen erkannt werden kann. HLA Klasse 2 ist auf vielen Zellen konstitutiv exprimiert. Dafür sorgen unter anderem die RFX-Proteine, die im Bereich der Promotorregion an DNA binden können. MHC2 kann aber auch verstärkt exprimiert werden, insbesondere durch die Wirkung von Interferon Gamma, das nach seiner Reaktion mit dem Rezeptor die Expression des Klasse 2 Transaktivator-Gens bewirkt und somit die Synthese des Klasse 2 Transaktivators, der in Verbindung mit den RFX-Proteinen die RNA-Polymerase Aktivität verstärkt und die Expression der MHC2-Moleküle fördert. Der menschliche MHC-Komplex wird auf dem Chromosom 6 kodiert. Auf der Zentromerseite haben wir in erster Linie die HLA-Klasse 2-Moleküle, auf der Telomerseite sind es in erster Linie die Klasse 1 Moleküle. Zwischen diesen beiden Gruppen liegen die Gene für HLA Klasse 3,
von denen unter anderem die Komplementfaktoren C4a, C4b, Faktor B und C2 kodiert werden, sowie die Heat-Shock-Proteine oder Tumornekrosefaktor. Hier nun der Vorgang der Antigenpräsentation durch MHC1. Er beginnt mit der Bildung einer partiell gefalteten Schwerkette und der Synthese von Beta-2-Mikroglobulin. Auf der anderen Seite werden Virusproteine im Proteasom zu Peptiden abgebaut, die dann mit Hilfe eines Transportersystems zum MHC1-Komplex gelangen und in dieser Form über das Lysosom schließlich auf die Zelloberfläche gelangen. In dieser Form können die Peptide von zytotoxischen T-Zellen erkannt werden. Analog zum MHC2-Molekül bildet auch das MHC1-Molekül mit Hilfe seiner Schwerkette eine Art Grube, in die das Peptid, das erkannt werden soll, eingelagert wird. Fassen wir das kurz zusammen. Antigenpräsentation ist unerlässlich, da T-Zellen Antigene oder Peptide sonst nicht erkennen können.